Das ist irgendwie so weiß. Und dann druckt man da, dann druckt man da oben auf und dann schreibt man seine mit dem. Ja, ja, zum Beispiel, wie viele Hunderassen gibt es. Man kann es nicht angreifen, aber es ist irgendwie überall schon. Ja, dann gibt es irgendwie so eine Tasse und dann muss man drauf drücken. Durch einen Stromkasten. Das ist am Computer ist schon, man kriegt schon oben und da muss man, aber da muss man bei uns geht das nicht, weil da muss man es erst noch beim Computer von Papa ist erst noch eBay, dann muss man Google eingeben, dann muss man auf Google.at gehen und dann kann man es erst eingeben. Das war schon immer eigentlich so. Ja, da kann man irgendwas draufdrücken und dann kommt das. Wenn man es mit irgendwas einspielt oder so stick. Welchen Reiterhof, wenn man eine Freundin wo einladen will, ja, und dann zeigt man, wo es wohnt. Es kann alles, man kann schauen, wo was ist, oder man kann sich auf YouTube Fußballvideos anschauen. Und wenn einmal ein Handy kaputt ist, kann man sich von den Nachrichten schicken. Ich suche dann auch den Geschäft, was alles Neues gibt, wie viel. Wenn es Fußballmatch war und dann kann man stehen und dann wissen wir das. Und man kennt dort auch noch um Hosen. Oder eine Straße sein. Oder so. Oder da kann man schauen, Playmobil in Deutschland oder so. Man kann sich Sachen abtippen, die findest du dann. Ein paar Sachen, wenn man es falsch schreibt, dann korrigiert es. Mhm. Und man kann sich von Lieder anhören. Kann man dort auch YouTube schauen? Spiele spielen. Irgendwas, wenn man kaufen mag, etwas, kann man schauen, wie das viel kostet. Und dann, wenn es nicht teuer ist, kann man es einfach kaufen. Und waren manche Menschen, wie meine Schwester, könnten es das nicht überleben. Mhm.